Ja, hallöchen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Stream und ich glaube, es ist Nacht, wie ich so höre. Wir spielen wieder Arma 3 Altis Live und gestern haben wir ja schon einen Stream gemacht, heute habe ich wieder Bock nach der Arbeit sofort. Ich bin jetzt gerade vor 20 Minuten nach Hause gekommen und es ruckelt. Oh ja, es hat geruckelt. So, da sind wir. Dann muss ich erstmal wieder den Marktplatz finden. Mal schauen, wie das im Stream aussieht. Ah, jetzt läuft schlüssig da. Ah, da ist er ja schon, der Marktplatz. Erstmal wieder. So. Wir haben uns beim letzten Mal gestern haben wir uns einen Dings gekauft. Ein Jeep gekauft. Warte mal, erstmal muss ich jetzt hier mal was machen. 22. Kaninchen kaufen. Sehr schön. Das sind wieder die Bullen. Wenn ich das jetzt laut sagen. Oh, der Hallo, Phil. da. Der Polizist redet nicht. Ja, der Herr. Guten Abend. Meine Frage ist, und zwar gab es bei dem Lizenzenverkäufer nicht mal einen Waffenschein? Und wie muss man den jetzt woanders machen? Ja. Ja, den Waffenschein können Sie bloß im Waffenladen erwerben. Der gibt's ja nicht. Okay. Na Okay. dann. Okay. 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 Also hier am Marktplatz gibt es keinen Waffenschein. Echt nicht. Am Ja, ich Marktplatz bin gibt's, also echt muss ich verwirrt. extra zu einem Waffenladen fahren, um mir einen Waffenschein zu kaufen. Das heißt, ich habe eh noch keine Waffe und ich brauche noch keine Waffe. Holen wir uns erstmal mein Auto ab. Wobei, ja, eigentlich würde ich gerne mit einem Quad fahren. Quad ist nämlich so cool. Quad ist so unscheinbar, finde ich. Wenn man ein Auto hat, ist das schon so. Der fährt schneller. Wie viele Leute sind hier eigentlich drauf? Ah ja, ein paar Polizisten nur, also das ist ganz wenig. Der ist im Gruppen-Channel. Huch, Zaun. Durch. Ja, ich habe mir ja gedacht, ich hole mir, mach mir einfach mal. Ich kontrolliere mal eben die Garagen. Will nämlich nicht irgendwie Ende warm raus. Was? Jetzt braucht man 2700 Ausparkgebühren für diesen Scheiß? Boah, ne. Weißt du, dann laufe ich lieber und mach nochmal eine Runde mit Laufen. Also. Da sind die Bullen. Ist ja geil. Das Blade. Ja, im Moment scheint hier wieder voll die Lotte loszugehen. Und na, oh, jetzt muss ich mal eine Sache machen. Habe ich beim gestern gemerkt. Lampe, das ist meine Lampe übrigens, meine Tischlampe. Die da die ganze Zeit durch die Webcam schaukelt. So ist doch besser. So ist besser. So. Ich würde jetzt mal gerne. Ich laufe jetzt nochmal eine Runde und verdiene eben das Geld. Weil ein Auto aus dem Dingsus zu holen, kostet 2700. Gebühr für Auto rausparken. Hat was, also muss ich ehrlich sagen. Warte mal. Guck mal, da ist doch hier mein Dingses, ne? Wer ist denn von meinen Freunden online? Okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass die einen von Cult Gaming drauf sind. Auf ihren alten Server. Aber sind nicht. Also muss ich das doch allein durchwursteln. So, es ist Nacht. Also ich bin jetzt sch schlecht zu sehen. Bestimmt für Autofahrer. Das heißt, ich kann auch schnell sterben. Mein Problem. So. Battle Eye ist doch dieses Cheat-Programm, ne? Also heißt es, dass die Leute, die da
gekickt werden vom Battle-Eye, dass die cheaten oder was? Ich glaube, jetzt fing. Das ist. Oh. Jetzt fängt meine Nase wieder an zu schnäuben. Was ich auch mal überlegt habe, wieder Minecraft zu spielen, so ein bisschen. Muss ich nur gucken, wann ich das mal mache. Was ich auch gedacht habe, ist Rise. Heute ist der zweite, ne? Ich muss mir noch Rise Sons of Rome vorbestellen. Mache ich aber nur den Key vorbestellen, weil als Hülle das ab 18 und als Hülle muss man immer da sein, wenn man das bekommen will. Na, dann pflück mal wieder Bananen. Wie viel krieg ich nochmal rein? Ich glaube 46 oder 45 war das, ne? Tut mir leid, weil ich habe auch gemerkt, man hört meine Maus. Das tut mir ein bisschen leid, aber ist halt leider so, weil ich kann nichts dafür. Meine Maus ist Schrott. Ich habe jetzt diese ganz billige Scheiß-Maus von Logitech und das ist halt leider so. Die klappert ordentlich, ey. Das ist so ein olles Teil, muss ich ehrlich sagen. Seht ihr mich überhaupt? Noch, ich bin ja voll dunkel jetzt, ne? muss ich die Grafik höher stellen. Nicht Grafik, hier. Na, ihr wisst, was ich meine. So, ich muss auf die Uhr wieder gucken, weil ich habe nachher eine Teamfortbildung. 13, 14, 15, 16, 17. Okay. Ich muss aber schon früh los. Da wird dann erstmal über Stress geredet auf dem Arbeitsplatz, habe ich so das Gefühl. Und habe ich hier ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Aber muss ich leider hin. Oh, mein Inventar ist voll. Und wenn ich diese Lieferung gemacht habe, 43 nur, wenn ich diese Lieferung gemacht habe, dann werde ich auf jeden Fall mir mein Auto aus der Garage holen. Und dann kann ich immer hin und her fahren. Kostet ein Quadbike viel? Habe ich gar nicht drauf geachtet. 54.000? Nee. Ist normal. Also das ist auf jeden Fall hier nicht normal, dass ein Quadbike 54.000 kostet. Ich habe meins für 6.000 oder so bekommen hier. Aber da ist da, glaube ich, ein Fehler. Oder gibt es auch vielleicht so ein Hack, dass man auf einmal, dass jemand sich da reingehackt hat und das Geld kassiert. Geht das? Ich weiß es nicht. Schade. Wäre geil, ey. Ja, die Preise sind hier auch ein bisschen hoch, finde ich. Da hat der SK 1 Golden Nudel. Goldnudel, da hat er schon ein bisschen recht, dass das auf jeden Fall ein bisschen teuer manche Sachen hier sind. Ups, da kommt ein Auto. Was steht da noch? Ich lese immer gerne hier die Sachen, was sie so schreiben. Aber manchmal steht da echt gute Sachen drin und dann ist der nicht. Was? Ah, okay. Limo kostet 9.000. 9.000 geht doch noch. Ne, 9.000 geht. Wenn ich für 6.000 oder so mir mein Quad gekauft habe, kann doch nicht die Limo für 9.000 geben. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber wenn er meint. Ah, da kommt das gelbe Auto, das habe ich vorhin auch schon gesehen. Wurde getötet. Bin ja noch immer mal gespannt, wann ich mal das erste Mal hier drin sterbe. Durch Überfahren, durch Erschießen, durch. Jo, was geht? Durch was kann man noch? Durch Erschießen, durch von irgendwo runterfallen, von Flugzeugabsturz. Keine Ahnung, was alles noch passieren kann in dem Spiel. Ich glaube, das meiste wäre überfahren. Ja, zu Fuß Pfirsiche ernten. Hier sind keine Pfirsiche, hier sind Bananen. Hier ist kein Pfirsichfeld. Aber sind eigentlich, das ist eigentlich das Pfirsichfeld, wo auf jedem anderen Server. Die haben die Zahlen vertauscht. Oh, das kann sein. Aber ist ja auch kacke. Da denken alle anderen, dass es so teuer wäre. Muss ich gleich mal im Laden
Oh, jetzt habe ich gerade einen Ruckler. Dann gucke ich gleich mal im Laden auch. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Das gibt's doch nicht. So, wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Selbst so gut. Hier bin ich auf jeden Fall sicher. Jetzt kann er nicht mehr laufen. Der sagt, oh Gott. Das gibt's doch nicht. Wieso kann er jetzt nicht mehr laufen? Habe ich so schnell gerannt. Ich bin auch die ganze Zeit durchgesprintet. So, Markt. 43 Bananen. Nur kann er fassen, ey. 2000, ne? Super. Wie viel habe ich denn auf dem Konto dann, wenn ich dann gucke? 4000. 2700, ja, muss ich so machen. Das muss ich doch so machen. Kein Kavaliersdelikt gleich am Pfirsichfeld, wenn oder? Er wird hier am Pfirsichfeld geschossen. Dann fahre ich da nicht hin. Dann fahre ich da echt nicht hin. Da habe ich dann keinen Bock drauf. Ich will nämlich in Ruhe noch mein Geld verdienen, bevor ich hier abgeknallt werde schon. Aber das Gute. Ach ne, die können mir ja mein Auto auch noch klauen, ne? Wobei, wenn es dann beschlagnahmt wird, das gehört ja sowieso mir. Ich glaube, dann kriege ich das auch wieder. Hoffentlich. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mein Auto. Ich habe mir ein Auto gekauft letztes Mal. Ich gehe jetzt aber eben mal zum Laden hin und will mal gucken, ob das wirklich stimmt mit den Preisen, dass die so hoch aussehen. Mal schauen. Oder vielleicht. Ich weiß ja nicht, ob das bei dem ist. Es gibt doch bestimmt noch andere Autohändler. Wenn ich so bedenke. Ha, hier. So, mal schauen. So, Limousine. 9000. Gibt gar keinen Quad mehr. Es gibt gar keinen Quad mehr. Limousine 9000. Okay, Geländewagen 27.000. Ah ne, da, Quadbike. Aufpreis. Ah ja, haben die echt vertauscht. Ich glaube, das Quadbike würde eigentlich dahin kommen, wo die Limousine oder so hinkommt. Oder der SUV. Ich glaube, der SUV kommt zu dem Quadbike hin. Und der Quadbike kommt zur Limousine. Eine Limousine für 9000? Das Quadbike hat doch 9000 gekostet oder 6000. Auf jeden Fall so irgendwie. Truck? 20.000. Hab ich. Aber müsste man jetzt auf einmal das Geld aufbringen? Wie geht sowas nur? So, wieder gucken. Keiner will mir mein Auto klauen. Gut. Ich hab doch. Meint die auf dem. Meint der jetzt Bar oder wie ist das jetzt? Ausparken böse. 2700. Ausparken. Muss ich mir das jetzt ehrlich bar holen oder was? Oh Gott. Also wieder zurück. Kann auch mal passieren. Der Sitzplatz ist auch falsch. Ja, das, wenn du was schreibst, dann ist das wahrscheinlich richtig. Weil das würde mich auch ein bisschen, würde mir auch ein bisschen merkwürdig vorkommen, wenn da auf einmal ein Quadbike für 54.000 geben würde. Ich muss es auf mein Konto haben. Gut. Das ist doch super, endlich. Und Hallöchen erstmal, habe ich ja noch gar nicht gesagt. Also ist der Server ein bisschen fehlerhaft im Moment. Finde ich natürlich klasse. Ich könnte natürlich gleich mal gucken, ob ein paar Leute auf dem einen Server drauf sind, wo ich eigentlich sonst immer spiele. Was wollte ich jetzt? Ah, ne. Ich wollte doch Geld holen. Ich brauche ja nur. Ich mache einfach mal so. So, guck, da habe ich genug Geld da drauf. Fertig aus. Dann hole ich mir das. Wenn nicht, ich gehe ganz dreist auch einfach auf den anderen Server dann drauf. Weil ich habe auch keine. Wenn jetzt noch mehr Fehler da sei, auf einmal sind, die, sag ich mal, stören würden. Ich kaufe mir jetzt ja kein Fahrzeug mehr. Dann würde ich auch den Server wechseln. Aber nur wenn, sag ich mal, irgendwelche Sachen stören. Mich stört ja im Moment hier nichts. Ja, so ist richtig, ne? Gut, dann hole ich mal dieses Kakao. Und ich. Hab irgendwie so auch richtig im Gefühl, dass mir das geklaut wird. Aber ich parke immer so gut, dass ich das Auto in meinem Blick habe.
Weil ich lasse mir mein Auto nicht klauen. Und da habe ich auch keinen Bock drauf, dass mir mein Auto geklaut wird. Kommt ein Auto? So, Geländewagen ausbauen. Ah! So, wunderbar. Ich finde, das lässt sich so ein bisschen schwerfällig fahren. Oh, jetzt fängt es schon wieder an zu rufen. Was ist denn im Moment los hier? So, Stoppschild. Aber ist ja eh keine Polizei, glaube ich, da. Oh, komm. So, also schon wieder zur Bananenfarm. Dann muss ich hier aufpassen, jetzt gleich ein Blitzer. Ist das Bullen? Ne. Aha, oder ist der Blitzer? Glaube ich, dass das der Blitzer ist oder ein Geschwindigkeitsmesser, eher gesagt, glaube ich. Aber ich weiß auch nicht so ganz, wie der funktioniert. So. Warte mal, was habe ich nochmal heute? Genau, ich wollte, ich muss mir, das mache ich nachher, aber wahrscheinlich bestelle ich mir Rise Sun und Sun of Rome vor. Da ich, entweder das mache ich als Let's Play. Oder ich mache das als Twitch-Stream. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Kommt halt drauf an, wie schnell oder wie ich mit Skyrim fertig werde. Und wie Lust ich da drauf habe als Let's Play. Das ist halt immer die Sache. So. Licht lasse ich an. Und dann Pfirsiche pflücken. Ich kann jetzt ja auch im Kofferraum tun, das ist das Gute. Ja, da muss ich noch gucken, ob ich das wirklich als Let's Play mache oder doch lieber als Stream. Und da ich auch nicht so ganz weiß, wie das Spiel wirklich ist. Ich habe es auch noch nie so gesehen. Es gab es ja für Xbox One, glaube ich, war das? Oder PS4? Nee, Xbox One. Und ich habe es mir nie angeguckt. Das ist das Blöde da dran. Und da bin ich mal dann wirklich richtig gespannt. Es kann aber gut werden. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das grottigste Spiel ist, was es gibt. Da habe ich noch andere Spiele, die so sind. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde es mir vorbestellen. Was ich auch noch gucken werde, ist The Evil Within. Ob das so... Boah, das habe ich jetzt voll falsch ausgesprochen, glaube ich. Auf jeden Fall, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Horrorspiel kennt man mich ja. Ich fange einmal ein Horrorspiel an. Ah, gut. Okay. So, wie viel passt denn in so ein Dings hier rein? 43. Lagern. Vielleicht kann ich ja nachher nochmal machen. So, schnapp dir Bananen. So. Ja, das auf jeden Fall hole ich mir. Sims wollte ich ja eigentlich auch machen, aber habe ich sofort wieder runtergemacht, wo ich es gekauft hatte. Weil ich weiß gar nicht, wieso ich mir das überhaupt gekauft habe. Ich glaube, ich wollte einfach mal sehen und also so ein bisschen als Test machen, wie das wirklich ist. Aber mir hat es dann doch nicht so gefallen, wie ich erwartet hatte. Da ich und irgendwie wir jetzt auch nicht die Sims-Freunde sind, so und auch nicht so Spiele unbedingt spielen. Hallo. Ne, warte mal, Server Restart. Wie folgt 12 Uhr und 18 Uhr. Ach ja, komm. Das geht. Und was habe ich mir noch geholt? Weiß ich nicht. Ingo Viva hat sich ja Mittelerde Mordor Schatten geholt. Das hat er im Moment als Let's Play auf YouTube bei uns. Aber der überlegt auch noch, kann ich ja schon mal sagen, ob der das nicht doch als Stream macht mal oder doch als Let's Play weitermacht. Das weiß ich nicht. Kann ich das nur lagern? Nein. Kann ich denn noch 10 lagern? Ja. Kann ich denn noch 5 lagern? Ja. Kann ich nochmal 5 lagern? Ja. Kann ich nochmal 1 lagern? Kann ich noch 1 lagern? Ah, guck mal, nur wegen einer blöden Banane kann ich es nicht. Okay. Dann. Ja, das macht der. Das ist so. Das muss ich mir auch unbedingt noch holen. Das ist so ein geiles Spiel. Also, ich finde das richtig. Ist zwar halt viel nur rumgeschnetzelt und das war's dann. Aber, das sieht sowas von interessant aus. Und da ich ja ein riesen Assassin's Creed-Fan bin, ist das so ein bisschen natürlich
ein Ansporn für mich, das auch mal so gerne zu spielen. Nicht jetzt aufnehmen oder als Stream, sondern wirklich einfach nur zu spielen. Da hätte ich mal wieder ein Spiel, was ich überhaupt mal so ohne eine Aufnahme, ohne die ganze Zeit Gerede, sag ich mal, spielen kann. Und das habe ich ja schon lange nicht mehr so. Das macht man ja einfach. Wenn man Let's Plays macht, sag ich mal viel. Wir haben ja jeden Tag da unsere 4 Let's Plays, die dann kommen. Irgendwann spielt man nicht mehr einfach so. Man nimmt dann schon auf. Und das ist manchmal auch ein bisschen schade, weil ich gerne spiele. Da kommt ein Polizist. Wo ist er? Wo ist er? Er kommt doch gleich. Und warte, ich will eben, wie sich das anhört. Jo, was geht? So. Oh, jetzt muss ich da erstmal durch, ne? Wieso ruckelt's mit Auto? Wenn ich Auto fahre, ruckelt's. Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, als Let's Play, yeah, ist halt dieses normale Spielen, dieses, ja, ich spiele jetzt einfach mal ein Spiel, ist dann ein bisschen unten weg natürlich. Und das wäre natürlich dann mal, wieso lenkt das nach rechts? Das wäre dann natürlich mal jetzt endlich mal wieder so ein Spiel, wo ich sage, ist ein Arzt. Der hat einen Unfall gebaut. Hat der Arzt einen Unfall gebaut? Oh Gott. Das ist natürlich peinlich. Wenn jetzt auf einmal irgendwo ein Notfall ist, Pech. Ja, fahr doch nicht auf meine Spur, du Vogel. Echt. Und das wäre natürlich jetzt schön. Dieses Stream ist natürlich auch so einfach spielen. Ich nehme das ja nicht auf. Ich werde es zwar auf YouTube dann natürlich auch noch veröffentlichen, aber das ist halt nicht das normale Spielen. Wenn du auf meine Spur fährst, ich verfolge dich sowas von. Nee, und jetzt 30, oh Gott. 30. Ach, ist doch eh kein Polizist bestimmt mehr in der Stadt. Sind die letzten weggefahren. Wieso komme ich eigentlich immer vom Thema ab? So. Nee, das Stream ist ja eigentlich theoretisch auch nur so ein Spiel. Nur, dass halt auch die ganze Zeit wieder geredet. Und man hat halt nicht dieses. Man sitzt alleine, gerade still vorm PC und zockt. Ne? Das ist es halt nicht. Und das würde ich auch mal gerne wieder haben. Worauf wartet der? Moment. Ich will ordentlich einparken. Dass man auch sieht, ich bin nicht der totale Vollnoob im Parken. Kann ich das erstmal verkaufen? Ja, das ist doch ein Arzt, oder? Ambulant. Glaub schon. So, 43. Kaufen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel ich für das kriege, was ich da jetzt noch im Auto habe. Habe ich auch noch nie gemacht. Oh. Sind das. Nein, das sind dann 65. Achso, ich kann ja gar nicht so viel nehmen. Stimmt, ich habe ja gar nicht so viel in den Rucksack. Der Arzt. Jetzt kauft er sich erstmal ein neues Toolkit oder was? So. Und noch eine Runde. So. T. 43. Nicht 43, 42 nehmen. Ach, Scheiße. Ist doch. Fuck. 41 nehmen. So. Jetzt habe ich es auch. Nach verplanter Runde. Ich weiß ja nicht, was noch so für Spiele noch rauskommen. Jetzt diesen Monat, nächsten Monat. Ja, Far Cry 4, genau. Das kommt ja auch noch raus. Verkaufen. Das Geld. Oh. Da mache ich aber. Warte mal, wie viel tue ich weg? 1000 einzahlen und 2000 irgendwas behalte ich. Und dann mache ich noch eine.
Dann mache ich noch eine Runde. Ach so, das ist natürlich auch was. Natürlich auch was. Das Essen einfach raus. Nach Trinken. Hallo Dr. Oetker. Deine Joghurts schmecken lecker. Habe ich jetzt nicht wirklich im Chat gesagt. Also, das könnte ich natürlich machen, aber ich will trotzdem erstmal behalten. Ich weiß ja nicht, das ist, ich bin auch noch immer überfragt mit dem ganzen, wie heißt das nochmal, mit dem ganzen Essen und Trinken, wann man essen sollte, ab wie viel Prozent, vielleicht kannst du mir das sagen, ab wie viel Prozent man essen oder trinken sollte, weil jetzt zum Beispiel trinken habe ich 70 und essen habe ich 80. Na, drunter ist noch irgendwie so ein Batteriezeichen mit 90. Da bin ich aber dann total überfragt. Könnte natürlich auch den netten Arzt hier fragen. Nö, meine. Nee. Ah, nicht Tee. Ach, fuck. Oh, deine Bremsung. So, du kannst hier reinfahren. Ich bin ein bisschen doof gefahren. Tut mir leid. Upsala. 30. 30. 30. Kommen da die Bullen? Nee. Oh, deine scheiß langweilige Hupe. Oh, woher haben die das ganze Geld? Okay, ab 40%. Aha. Ja, da bin ich ja noch weit ein bisschen von entfernt. Das ist das Gute. Da muss ich ja noch nichts trinken. Wobei ich bin eigentlich immer einer, der geht so auf Nummer sicher. Aber ich glaube, das ist einfach nur totale Geldverschwendung, die ganze Zeit so zu essen und zu trinken, wie ich es mache. Und man wird natürlich auch, wenn man zu viel isst, das habe ich ja schon mal gemerkt, überfressen. Das will ich. Ah, ich darf jetzt schneller fahren. Ziehst du nach rechts, du scheiß Ding? Ja, du ziehst nach rechts. Trotzdem nur 70. Ach Gott, diese. Was steht da? Ah, nichts. Das ist kaputt. Irgendwann, da steht ein Polizei. Aber da steht ein Auto. Oh, bist du in die Dings reingelullert? Oh, der Felix hat aber auch gerade Pech. Das Samstag ihn auch. Also, dem wird ja nur Geld gestohlen, den Jungen. So, ganz langsam. Ich weiß nämlich, dass ich auch gerne mal was. Und abschließen. Super. So, jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass mir keiner mein Auto stiehlt. Aber wenn ich schon kaputte Autos sehe. Ach so, dann erst kaufen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Ich bin ja auch im Moment in der Nähe noch vom Marktplatz. Ich bin ja jetzt noch nicht weit weg. Ich glaube, später mal, wenn ich dann viel Geld hätte, dann mehr, dann würde ich natürlich auch wegfahren. Aber im Moment ist ja ein kurzer Weg, falls ich mich dann mal vor Hunger abkratzen sollte. Aber ich finde, so geht das eigentlich. Ich habe jetzt da irgendwie, weiß nicht, 9000 oder so verdient insgesamt. Weiß ich jetzt, ich habe da nicht drauf geachtet. Bin zufrieden. Es könnte schneller gehen, aber so viel habe ich noch nie verdient. Ich habe ja auch erst seit gestern das Auto, deshalb ist es ja auch okay. Bitte ich jetzt selber. Wieder das Auto. Aber die pflücken nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, was am meisten Geld einbringt, sag ich mal. Lagern. Da habe ich ein Auto gehört. Aber ich lasse mich nicht unterkriegen. Dein Inventar ist voll? Kann nicht voll sein. Noch das Schild von vorhin. Denn da hinten steht das eine Auto. Ich weiß jetzt nicht. Aber da klaut mir gleich immer das Auto.
Werd vor meiner Na ich merke das nicht. Das könnte mir sowas von passieren. Boah. So doof bin ich nun auch wieder, dass ich das nicht merken würde, dass mir jetzt jemand das Auto klaut gerade. Aber ich glaube, ich könnte dann noch so schnell, so einen Reflex hätte ich dann auch noch, dass ich da rein flutsche. Oh, Dr. Oetker ist weg. Oh. Ich wollte denen noch mein Rezept schenken. Ich frage mich, wo sich die ganzen Leute aufhalten, die hier drauf sind. Bitte. Das ist ganz. Aber die halten sich ja nicht in Kavala alle auf. Die sind ja bestimmt irgendwo. Gibt ja bestimmt irgendwo Orte, die viel beliebt. Mein Fahrzeug ist nicht voll. 10. 5. Ah, ne, 2 kann ich jetzt machen. Lagern. So. Jetzt das Auto voll. Okay, bis dann. Tschüss. Also ich weiß nicht gar nicht, wie lange ich noch da bin. Kommt immer drauf an, wie es dann ist. Ich muss nachher nämlich los. Stunde bin ich noch da vielleicht. Stunde und eine halbe, weiß ich noch nicht ganz. Weil ich nachher nochmal zur Arbeit muss. Aber vielleicht kommt es ja nochmal. Bis dann. Nun gut, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier trotzdem noch weiter vorankomme, irgendwie. Aber ich weiß jetzt, wie viel habe ich in meinem Rucksack? 31. Das ist ja noch nicht so viel. So. Oh, ich passe mal ein bisschen rein. Das ist gut. Das freut mich. Ah, ist voll. Hey. Nee, ich kann ja nichts mehr reintun. Auch ein größeres Auto. So. Oh, ich habe gedacht, ich ramme jetzt das Haus irgendwie weg. Ach, der Doc McKay. Hi. Das war jetzt, ist ja jetzt auch mal was hier. Schon lange nichts mehr voneinander gehört, ne? Macht ihr noch bei YouTube irgendwas? Weil es kam jetzt, glaube ich, lange kein Video mehr, ne? Ich habe mal ab und zu mal so ein bisschen geguckt. Im Moment, kam, glaube ich, nichts mehr, ne? Was? Arschloch. Ich sag doch, wenn mich einer rammt, dann verfolge ich den. Dann werde ich den auch sowas von wegverfolgen. Was macht der? Du kleine Pissbirne, ey. Sag mal, was sollte das denn, du Vogel? Ach so, im Urlaub warst du, okay. Verschwinde, du Sack. Ja, jetzt schön dein Auto reparieren, ne? Ja. Mach das mal gut. Genauso. Ja. Oh, der überfährt mich doch gleich. Ich habe kein Toolkit gekauft. Scheiße, bin ich doof. Ja, wenn ich eine Waffe hätte. Direkt erschießen, das ist gut. Der überfährt mich doch jetzt gleich. Der überfährt mich doch jetzt gleich. Gibt es ein ADAC? Oh ja, der soziale Mario, hast recht. Der mir gerade sorgt. Ich habe kein Toolkit gekauft, ey. Ich bin auch der dürfste. Oh nein. Ich bin auch der dürfste Spieler der Union hier, ey. Was soll ich denn jetzt machen? Kann ich das irgendwie. Nee, kann ich Ja, nicht. denken Sie bitte gar nicht daran, hier mich auszurauben. Ist das eine Polizei? Ne, das ist ein Arzt, ne? Scheiße, ey. Wieso habe ich denn kein Toolkit gekauft? Dann muss ich los. Aber dann wird mein Auto bestimmt geklaut und da sind Bananen. Ach, scheiß drauf auf Bananen jetzt, ey.
So, mal gucken, was er macht. Ja, bis dann. Tschüss. Hallo, der Herr. Hallöchen. Warum sind Sie denn gerade so rübergezogen auf die linke Seite? Auf die linke Seite? Ich bin nicht Ja, ich wollte rübergezogen. eigentlich gerade links überholen. Das war ich nicht, das war der andere. Ich Ja, wurde nämlich aber gerade warum auch sind Sie von denn einem gerade so gerammt, rübergezogen? nämlich deshalb ist mein Auto kaputt. Ja, ich frage ihn mal am Tisch. Hallo, der Herr? Da, der fährt weg, Der Herr, bleiben Sie mal bitte ganz so stehen, ja, dann wird die Polizei der Sie bleibt kümmern. nicht stehen, der Mario. Doch, der bleibt stehen. Ja, die Polizei wird sich darum kümmern. Ja, das ist auch gut so, dass die Polizei sich darum kümmert hier. Mario, das ist auf Aufnahme, du. Das ist genau in der Aufnahme, was du hier gemacht hast. Aber richtig. Ja, brauchst gar nicht verschwinden. Das ist in der Aufnahme. Vorsicht. Du hast den Sanitäter überfahren, du Vogel. Ja, das endet dann mit dem Bann, ne? Ja, würde ich auch mal sagen. Das ist nämlich echt. Hey! Du dummer Sack, Alter, ganz ehrlich, du kannst mich nicht totfahren, ja? Du kannst so viel probieren, wie du willst. Das ist ja Du ein. kannst mich nicht Jetzt hat er totfahren. dein Auto gerammt. Ich habe leider nichts zum Verbinden oder so für dich. Ne, kein Problem, Ach warte so. mal. Okay, gut. Ey, das ist doch einer. Verschwinde von Pass mir, auf, du. Mario. Hau ab. Pass auf, Mario. Ich gebe dir jetzt hier 20 Sekunden noch auf dem Server. Wirklich jetzt out of RP. Ich habe die Schnauze voll von solchen Trollern wie dir. Du wirst jetzt erstmal gebannt, ne? Ich wünsche dir dann noch einen schönen Tag. So, und was ich mit Ihnen mache, tut mir leid, Herr Big Mama. Big Mana, Entschuldigung. Kein Problem. Am besten, Sie rufen einfach den... die Polizei oder eher gesagt den ADAC und dann wird er gesagt alles gut, ne? Und dann kommen sie ganz kurz zum Krankenhaus und dann behandle ich sie. Okay, danke schön. Jo, schönen Tag noch. Ihnen auch, tschüss. Scheiße. Wo ist denn ADAC? Ist echt ein Vogel, der Mario, ey. Oh, Scheiße, Scheiße. Der wurde aber richtig gebannt, ey. Und der wollte, glaube ich, abhauen, wo ich gesagt habe, hier, ich wurde. Ich hab's auf Aufnahme. Ach ja. Oh, dann warten wir mal. Wir gucken mal, ob der ADAC kommt. Ah, schön. Ja, also der Herr, ich habe die Polizei gerufen, die sollte gleich eintreffen. Okay. Und dann werde ich die Herren mal ganz kurz fragen, ob sie mich wieder nach Kavala bringen, dann komme ich so schnell wie möglich wieder zu ihnen. Okay. Sehr nett von Ihnen. Ja, also ich meine, jetzt wirklich out of RP gesagt, sowas ist ja doof, wenn hier einer meint, mich dauerhaft überfahren zu müssen, obwohl das nicht geht. Also das bleibt ja bei 10 HP, bleibt da stehen, aber trotzdem ist das sowas unnötig. Ja, das macht dann auch für den anderen keinen Spaß, finde ich. Na ja, klar.
Naja, warten Sie ganz kurz und dann kommen müssen die Polizisten gleich kommen. Jo. Ach, das hatte ich noch nie. Das ist ja so geil. Ah, schön. Wenn die mich jetzt gleich festnehmen. Mario, ich hab das auf Aufnahme. Gut, ey. Ach, nee. Oh, so gut. Das gibt's nicht, echt nicht. Der arme Sanitäter, der tut mir natürlich auch ein bisschen leid, ne? Der ist, wurde auch erstmal mich, dann dreht er und dann klack ist er weg, ey. Yeah! Ah! Oh Oh Gott! Gott, was machen die denn? Oh mein Gott! Ja, das sind natürlich die Polizisten. Wenigstens ist nichts passiert. Guten Tag, die Herren. Schönen Guten Tag, oh Abend. mein Gott, ich bin gerade ein bisschen herausgedriftet, weil ich mich erschrocken habe, dass das der Auto auf einmal stand. Ach, das war ja nicht so doll. Ist noch einer Oh reingefahren, herzlichen Gott. Dank. Noch einer? Ach Gott, nee. Wie fährt der denn? Und Brauchen dann auch jetzt noch ohne Lichtquellen, Licht? wir brauchen Lichtquellen. Wir brauchen Lichtquellen. Mein Auto ist Schrott. Lichtquellen, dann stellen Sie doch mal Ihre Pylonen auf die Straße. Ah, das werden wir jetzt noch tun. Ach, ist das cool. Ah, Herr Sanitäter, wenn möglich, könnten Sie auch nochmal das Blaulicht Ihres Fahrzeugs anmachen. Ja, kann ich natürlich Herr machen. Hepti, die waren aber viel zu schnell, wa? Ja, hier, ich bin voll in den Unfall rein. Ja, Ich bin ich voll muss mal in den langsam an das Unfall Lichtquellen raus. kommen, denn unser Hirn Ah, ist nee. Scheiße. Bitte stehen bleiben. Ist ja geil, ey. Das ist ja geil. Sowas hatte ich noch nie. Boah. So, jetzt einmal alle Beteiligten des Unfalls sich hier bei mir einfinden. Polizisten Job ist tot einmal. Herr MT, Sie auch? Ja, Sie dürfen wiederkommen. So, mal schauen, was passiert. Einen kleinen Moment, der Kollege muss noch mal umparken. So, Herr Sanitäter, schweigen. Um wie viele verletzte Personen bzw. um wie viele kaputte Fahrzeuge handelt es sich? Ich zähle 1, 2, 3. Ja, also der Schütteln. am Unfall beteiligt waren ich, dann einmal der hier, der Herr Bickmanner. Ja. Der arme Kerl hat auch sein Auto kaputt bekommen, kaputt gemacht Welches bekommen, Fahrzeug? so. Okay. Gut. Jeder Der mal ist bitte jetzt zu seinem out of Fahrzeug. RP. Ja, kurz out of RP, das war ein Troller. Der hat aber schon getrennt, das war halt vorne, da war halt das Auto, was Okay, der das Herr hier Fahrzeug gerade vom Troller weggerammt einmal bitte hat. zeigen. Ja, das war das Fahrzeug, was der Herr hier gerade weggerammt hat. Weggerammt. Ach, der T ist stark schon wieder, der ist ja auch da wieder. Ihm beiden geht's gut? Ja, es ist 93 Leben, also es geht noch. Ja, gehen Sie mal wieder zum Kollegen vorne, ich übernehme das hier mal kurz. Okay, wo ist denn Ihr Fahrzeug? Dieses hier? Genau das meins. Ich wurde als erstes von der Straße gerammt und dann Okay, warten Sie mal kurz. hat Ich der habe kein T. Reparaturkit mehr bei. Nee. Ich werde das beschlagnahmen, wenn das nicht in Ordnung wäre, dann ist es wieder in Ihrer Garage. Ja, können Sie ruhig machen, kein Problem. Ja, ich nehme Sie dann mit, der Herr Beckmanner. Okay. Sie waren ja nett zu mir. Warte vor, Vorfahrt, Dann fahren wir Vorfahrt, mal schnell. langsam, langsam, langsam. Okay, gibt es denn noch irgendwas zu klären in Hinsicht von dem Verursacher oder ist das alles jetzt geklärt, dass wir jetzt hier wieder abdrücken Langsam, können durchgehen und oder? anhalten, bitte. Ja, also ich habe das mit Ihrem Kollegen geklärt. Das war out of RP ein Troller. Der meinte, Sie haben mich die Ja. ganze Zeit überfahren. Stopp.
Aber ansonsten eigentlich nicht. So, jetzt fahren Sie mal außen rum hier, ja? Ihr Dienstfahrzeug ist ja auch beschädigt, habe ich gesehen, oder? Verkehrsunfall hier ist gerade gesperrt, oder? Ja, ja, mein Dienstfahrzeug ist auch beschädigt, das hat aber der Herr, der schon reparieren. Alles klar. Ich habe keine Reparatur. Einmal Motor dabei. Aus oder Sie fahren bitte sofort weiter. Ja. Aber nicht hier durch die Absperrung. Ja, wir werden dann weiter fahren. Da wäre schön, wenn Sie die beiden mitnehmen würden ins Krankenhaus, weil sie, glaube ich, auch ein bisschen verletzt sind. Ja, mache ich. Dass sie untersucht werden. Dann können die Herren einmal ganz kurz folgen. Okay. Okay. Rein sicherheitshalber einfach mal bitte zum Krankenhaus. So, der Besitzer des Fahrzeugs hier, MT, einmal bitte zu seinem Fahrzeug kommen. Geht dann auch gleich los. Und ja, wenn ihr Fahrzeug jetzt ach, MT, ihr könnt euch ruhig Zeit lassen, ich hab noch. Fahrt bitte mit dem freundlichen ich hab noch ein bisschen Zeit. Wird sie dann heilen und verpflegen. Herr Kollege, du kannst schon mal das Fahrzeug da reparieren. Vom Sunny. Hallöchen. Okay. Okay. Dann können die Herren schon mal ganz kurz in mein Fahrzeug einsteigen. Ja. Ja. So, dann machen wir hier mal einen neuen Reifen dran. Ich heb das mal kurz hoch in meinen Wagenheber. Es ist ein Unfall passiert für diejenigen, die nicht da waren. Und ich gehöre schon mal über den Hintern. Deshalb. Mensch, das sind ja richtige ADAC-ler. Super. Hallo, ein kleiner Tipp jetzt an die, die hier im Rettungsdienstfahrzeug sitzen. Der Herr Dr. Schmeing, ja, der hat mal ganz nette Hello Kitty-Flästerchen. Batman was? Hat er auch. Geil. Batman! Machen. Ja. Ja, gebe ich Ihnen am Krankenhaus. Super, geil! Sehr schön. So. Ja, so Leute braucht man nicht auf dem Server. Das sind Roller. Ja, in der Tat. Mehr hat er nicht zu sagen, oder was? Alter Schwede, fährt der krass. Wo ist er? Da ist er. Achso, das ist extra so ein Typ, der für Sanitäter was kauft. Okay. Ist ja auch gut. Ich habe zwar nicht so viel Leben verloren, aber der kann mich ruhig mal heilen, der Geile. Pass auf, ich habe leider keine Verbandskästen mehr. Ich gebe euch jetzt einfach beide $100. Und dann könnt ihr euch da rein zu dem Herrn stellen und dann behandelt er euch. Okay. Der MT könnte auch mal was sagen. Ich finde, der ist hier heute schon so ein bisschen still hier. Mensch. So, pass auf. Gib mir $100, du. So, Dankeschön. Dann, kommt der einmal ganz kurz mit. Komm mal kurz mit. Genau, und dann einfach hier zu dem Herrn und dann draufklicken. Okay, das ist sehr nett von Ihnen, danke. Jo, kein Problem. Dafür soll ich sie noch irgendwo hinfahren? Ne, muss nicht. Ich lauf zum Marktplatz. Ich lauf zum Marktplatz. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, ne? Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So, ich bin geil. Sehr schön. Ah, super. Das ist natürlich, scheiße, wenn dann jemand da ist, der, mich extra umfährt, mein Auto umfährt. Gut, dass die Polizisten das einfach mal beschlagnahmt haben. Die haben natürlich kein Toolkit dabei gehabt. Aber jetzt kaufe ich mir eins auf jeden Fall. Weil das merke ich jetzt, muss auf jeden Fall in meinem Kofferraum sein. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich in einen Unfall verwickelt bin. Und ich habe heute noch zum Anfang des Streams gesagt, ich bin bestimmt sowas von... Sie haben ein bisschen den Bordstein gerade angeschnitten. Ja, das ist... Das war sogar eines Kollegen, das darf ruhig so sein. Okay, gut. Und jetzt? Wo gibt's denn nochmal Dings hier? Ne, da nicht auf jeden Fall. Oh, scheiße. Wo gibt's denn hier Kleidung? Ne, nicht bei Kleidung. Oh, ich bin doch jetzt blöd. Ich glaube bei Baumarkt. Das ist Ausrüstung. Da! Werkzeugkasten. Was? 5000?
Oh, ich habe doch noch Bananen im Rucksack, die kann ich doch verkaufen. So. Da 40 verkaufen, 2000. Sehr schön. Wie viel habe ich jetzt? Ah, guck, da habe ich doch jetzt. So. Sollte es einfach das und. Werkzeugkasten gekauft und jetzt kann ich in Ruhe wieder zum Auto gehen. Also, der Typ, dieser Mario Dingsus, der hat sich natürlich dann auch schon verpisst. Ich habe ja gesagt, ich habe alles auf Aufnahme. Und dann war er weg. Gut, ich wollte nicht mehr vom Arzt mitgenommen werden. Und ich glaube, da hat er auch gedacht dann irgendwann, okay, jetzt sind zwei Leute, die haben sowas von recht. Na, der hat mich ja sowas von weggerammt. Und naja. Du hast einen Server, warte mal. Hallo, ich erstmal und jetzt gucke ich gleich mal, warte. Och nee. Ach Gott, ich hole mir doch nicht mein Auto. Kannst du mal auf meinen Server? Hat keinen Fehler. Ja. Ja, nur jetzt schreiben finde ich gerade doof. Da müsste ich eben eine Pause machen beim Stream sogar. Um jetzt zu schreiben, weil ich habe jetzt so keinen Bock. Dann bin ich abgelenkt beim Schreiben. Oh, schade, dass es so schnell vorbei ist. Ah, da ist er wieder, der Stark. Ich könnte den jetzt sagen, beim Dings ist einer, der sagt immer geil Auto und so. Und den könnte ich dann sowas von verpfeifen. Handy-Akku. Aha. Was hat der eigentlich noch? Dietriche, Pausenbrot, Bananenshake, Apfel. Noch nichts Wichtiges. So. Der ist stark. Jetzt gucke ich nochmal beim Auto. Auch Wand. Ja, also der Mario, den merke ich mir sowas von vor den Sack, ey. Also da bin ich jetzt hartnäckig. In der Nummer drauf. Aber ich glaube, der wurde gebannt vom Server. Ich glaube, der kann hier nicht mehr drauf. Irgendwie so hab ich es auf jeden Fall verstanden, dass er gebannt wird. War jemand? Nee, sehr gut. Aber warte mal, wie komme ich da eigentlich hoch dann? Ich glaube, hier. Ich laufe hier gerade sowas von doof herum. Was du auf jeden Fall machen könntest, also Sicherheit 1994, du kannst mir. Du bist gerade mit dem Handy on. Was soll das heißen? Ist der Server, wenn du nicht mit dem Handy on bist? Du kannst mir auf jeden Fall den Server schreiben. Bei mir hier jetzt, bei Twitch. Dann. Gucke ich da mal drauf auf jeden Fall und dann werde ich wahrscheinlich morgen, weil ich dann frei habe, morgen ist Feiertag, oh, ist ja lang, noch einen Stream machen und dann kann ich ja mal drauf gehen auf dem Server. Ist ja noch immer kaputt. Der ist nicht mehr kaputt. Sauber, geil. Das ist nicht mehr kaputt, das Ding. Der Arzt hat mich ja beschuldigt. Oh, nee. Oh, scheiße, zu doll gebremst. Der Arzt hat mich ja beschuldigt. Und das war aber dann doch nicht so. Aber das war auf jeden Fall mal jetzt eine Situation, die ich richtig geil fand, weil endlich mal was mit Interaktion mit anderen Spielern. Das war cool. Das hab ich jetzt auch nicht so oft gehabt. Und deshalb geil. Muss ich ehrlich sagen. Fand ich cool. Oh, ich sehe nichts mehr. Wo ist das denn nochmal passiert? Ich weiß gar nicht mehr, wo das passiert ist. Bin ich da schon vor? Ich glaube, da. Nee. Doch, da. Genau da. Also. Aber es war auf jeden Fall kein ADAC da. Aber gut, dass die Polizei da ist. Die hat dann ja alles schön beschlagnahmt. Da finde ich ja gut so. Okay, hat auch noch geschrieben, der soziale Mario. Das stimmt aber auch genau.
Das fand ich auch so ein bisschen asozial. Was steht denn da jetzt schon wieder so eine gelbe Mistkarre, ey? Oh. Und jetzt erstmal Bananen pflücken. Was ist das? Okay. Oh, mein Rücken. Komm, pflück mehr, du Sau. Pflück mehr, du Sack. Gib mir mehr. Habe ich noch in dem... Au, warte mal, warte mal, warte mal. Och, die Bananen sind auch weg, wenn das Beschlag... Ah, da ist hinten kaputt, das Auto vorne. Glaube ich. Die Bananen sind also auch weg, wenn das beschlagnahmt. Okay. Schade. Aber wenigstens gibt es hier Freund und Helfer auf dem Server ein bisschen, die mir da so ein bisschen was helfen. Dann muss ich mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen und mal was trinken auch. Ach, jung, jung, jung. Und die wissen ja nicht, dass ich das auf Aufnahme habe, ne? Das ist ja das Problem. Ist ja immer das Gute, die wissen ja nicht, dass ich sowas als Aufnahme habe. Ich mach das ja. Und ich bin einfach gut. Das Gute daran. Glücken die auch noch? Ja. Jetzt kommt erst der ADAC auf den Server. Ja, super. Gut gemacht, du. Noch mehr. Woher kenne ich denn nur? Ach ja. Inventar. Na, Inventar ist nicht voll, ich denke schon. Oh, jetzt muss ich erstmal gerade ein bisschen Päuschen machen. Oh. Ich könnte jetzt singen. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte. Okay, ich hab. Oh nein, wie viel Uhr ist es? Oh jo, stimmt, scheiße. Ich muss nachher aber Feierabend machen. Ich muss nachher ja noch weg, habe ich ja erzählt. Deshalb mache ich erstmal noch ein bisschen, aber gleich muss ich erstmal weg. Ich wusste aber, dass dieses schwarze Auto mich rammt. Ich wusste, dass sowas von, dass, das konnte ein Blinder mit Krückstock sehen, dass der kommt und mich rammen will. Also. Ah ne, 50 doch nicht. 40, mal gucken. Nummer 10. Jetzt 5. Und jetzt 1. So, okay, dann ist voll. Ah ne, warte mal, ich kann ja noch mal. Ich kann ja noch mal 40 pflücken. Saul Goodman ist auf dem Server. Yeah, hier, warte mal. Oh. Da. Heisenberg. Hammer geil. Nämlich Saul Goodman, wer das nämlich weiß, kommt nämlich in, Walking Dead sei schon. Breaking Bad vor. Und ich habe Breaking Bad letztens, habe ich in 3 Tagen alles durchgeschaut. Ne, noch 3 Tage. Ich habe ein bisschen Heisenberg, genau. Und ich finde die Serie sowas von spitzenmäßig. Also das ist ja Hammer. Und habe mir sofort, glaube ich, einen Tag danach, wo ich die geguckt habe, wo ich das Finale geguckt habe, habe ich sofort mir das T-Shirt bestellt und werde mir auch noch ein paar bestellen von Breaking Bad. Und hammergeil. Aber ich finde auch Walter White. Der Schauspieler, die haben den richtigen Schauspieler genommen. Muss ich ehrlich sagen. So. Okay. Dann geht's los. Was steht der denn da so vögelig rum? Oder ist das ein Blitzer? Ein Typ, der guckt, dass man nicht zu schnell fährt.
Oder der wartet auf irgendwas. Und nicht so viele Zeugen sind, so ein Überfall. Aber der hat nicht viel dabei gehabt, glaube ich. Ist das gerade mal. Der Sanitäter vorhin. Wieso haben sie denn nach links gezogen? Echt, ich habe nichts gemacht, ey. Ich bin selbst Opfer vom Geschehen. Ich hätte aber auch versuchen sollen abzubremsen einfach. Während der mich rammen will, einfach abbremsen. Jetzt muss ich langsam fahren. Das wäre, glaube ich, viel besser gewesen, als dass ich hier noch dagegen lenken hätte sollen. Weil ich glaube, das Gegenlenken, das bringt weniger als abzubremsen. Ich glaube, der Anschluss ist einfach zu eng. Das ist nämlich die Blutzufuhr. Nicht, dass da gleich ihre Arme und ihre Beine absterben. Das macht nichts. Das macht nichts. Okay. So, ich pack nochmal richtig noch ein. Dabei, oder? Oh. Oh. Ist offen? Ne. Da schläft jemand. Noch einmal nochmal das Auto nachgucken. Entschuldigen Sie mich, ich muss mal ganz kurz wohin. Das ist nicht die Toilette, das ist die Umkleide. Der geht doch jetzt wohl nicht in der Umkleide kacken, oder was? Also Herr Polizist, Sie können hier reinkommen, ne? Sie können hier reinkommen. Das ist der Sanitäter, der mich vorhin... Der Polizist schläft! Ja, das ist ja super. Ja, während das Gesetz hier tausendmal gebrochen wird im Spiel, schläft der Polizist. Was habe ich denn da? Was gucken Sie denn da? Hier, machen Sie mal Tür zu. Nennen Sie mal diese Polizei, ne? Diese aufdringliche Polizei. Dann 43. Ich bin weg in dieser Mann, schießt sich hier gerade um. Ich muss nicht wieder sehen. So, dann. Ach Junge, hör doch auf zu schnarchen, ey. Ich hab hier was Seriöses am... Ja, können Sie meinen Kollegen bitte hinten angucken? Mein Kollege schläft da hinten. Gehen Sie mal, ich glaube, mit dem Ritz, damit er wieder wach wird. Boah! So, schläft. Hallo. So, 42. Langeweile, das ist ein Taucher. Das kommt immer davon, wenn momentan nicht so sehr viel passiert, dann trifft halt das Syndrom im Auge. So, ich brauche 3. So. Auch nicht wirklich, aber das kennen Sie ja, bei der Bezahlung her, dass das nicht wirklich toll ist. Ja, das geht, ne? Ich hab ja sowieso noch am besten. Immer nette Leute. Fahr erstmal rein. Das ist ja cool, das ADAC-Auto. Park mir nicht zu doll ein. Finden Sie das Auto interessant, der von der Sanitäter? Als. Notarzt. Ist jemand hinter mir? Nein. Ja, soll ich mal beweisen, wie schnell ich fahren kann? Okay. So. Okay, da kommt der Arzt, glaube ich. Nee. Nicht zu schnell, dann muss ich sie leider blitzen hier. Ich mache meine Geschwindigkeit. Super, gut, ey. Dann macht doch Spaß, wenn da mal was irgendwas passiert. Wenn da mal ein paar Leute Aufstände machen. Aber cool. So. Paula. Ja. Jemand hinter mir?
Nein, also kann ich in Ruhe noch fahren, während meine Nase hier wieder die ganze Zeit rumläuft. So. Oh, schade, dass dieses Geschehen jetzt gerade vorbei war, ey. Ich war kacke. War so schön, die hätten es langsamer regeln sollen, finde ich. Die hätten mal ein bisschen Zeit lassen sollen. Deshalb. Oh, ich fahre 80. Okay, Gehalt nur. Aber im Moment macht das wieder richtig viel Spaß, also. Das ist cool. Ist das ein Polizist, der da steht, oder? Ich glaube, der ist einfach nur AFK gerade. Und wieder mal ein paar Bananen pflücken. Ah, jung, jung, jung. Also dieses Bananen. Aber das hilft jetzt, wenn ich mal ein größeres Auto hat. Muss mal eben runter. So. Das hilft jetzt, wenn man ein größeres Auto hat, dann ist man natürlich so ein bisschen, man kann schneller Geld verdienen. Und ich komme ja immer mal auf meine 9000 irgendwas da. Und das finde ich eigentlich ganz sehr nice. Selber, muss ich sagen. Finde ich schon nice. Nice. Der weg? Ne. Schade, der ist immer noch hinter da. Oder ist er schon weggefahren? Ne, der steht noch immer da. Was wartet der denn jetzt? Ach Gott. Ich habe mir einen blauen Truck gekauft. Ich fand das einfach geil. Ich bin mal gespannt, wann Ingo Viva mal den ersten Stream macht. Da der es noch nie so alleine gemacht hat. Der Inventar ist voll. Weitere Bananen. Ich schreibe dir einfach mal gleich den ein. In Sicherheit 1994. Wurde es 1994 geboren. Das heißt es meistens. Ich schreibe nachher mal. Vielleicht kann er mir mal seinen Server verraten. Und dann, ja. So. Ach, diese scheiß Maus, echt jetzt. Die geht mir sowas von auf den Lümmel. Ich kann mich nur immer dran erinnern, wie ich geschrien habe. Ich habe das auf Aufnahme. Ich habe das als Aufnahme. Auf 65 kann ich lagern. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich so wenig lagern nur kann. Ah, schön. Ich muss gleich auch noch hochladen wieder. Muss gleich noch Skyrim hochladen. Daisy habe ich noch immer nicht. Wir haben noch nicht aufgenommen. Das ist das Problem. Ich muss ein bisschen aufnehmen. So. Das ist jetzt. Warte, wie viel ist es? Das ist. Ich muss langsam mal aufhören. Naja. Mache ich noch bis 20? 20 Minuten noch? 20? Ja, doch ungefähr. Mache ich es noch. Und dann höre ich auf, weil ich muss nachher noch wieder zur Teamfortbildung. Und da muss ich hin. Weil da werden. Ich weiß gar nicht, mir hat man das irgendwie so erzählt, dass da jetzt drüber geredet wird, wenn wir Stress haben und so, wie wir uns im Team dann ein bisschen, ne? So, nein. Steht noch immer da. Ich glaube, das ist ein Bulle. Nee, doch nicht. Oh, nicht Mario schon wieder. Ich werde den sowas von. Mario. Hieß der Mario?
Mario. Jetzt Mario, ich werde dir sowas von die Hucke voll kacken, ey. Wenn du mich gleich schon wieder irgendwie rammst oder so, ne? Oder irgendwas tust. Ich werde jetzt nur noch meine Dinger da verkaufen. Und dann werde ich dich suchen. Ich werde dich finden. Und ich werde dich töten. Das war gut. Wer kennt diese Stelle? Aus welchem Film? Ja. Weil nämlich da kommt bald der dritte Teil von. Nächstes Jahr, glaube ich. Und ich werde dich sowas von vernichten. Super. Das ist doch klasse. Oh, ich fahre nämlich, nachdem ich das alles verkauft habe, tue ich mein Geld auf ein Konto. Dann werde ich sowas von mein Auto wieder wegparken. Da er mich diesmal nicht kriegt. Der muss jetzt nicht glauben. So, pack ein. Gut, das war doch schon mal wieder gut. Oh, jetzt ist der Sanitäter weggefahren. Mario? Nee. So. 46. Verkaufen. Mario, wo bist du? Mario. Packt er jetzt rückwärts ein? Also, rückwärts einpacken. Oh, das ist ADRC oder was? ADRC-Heli, cool. Und noch eine Ladung. Was? Was hat er da geschrien? Er hat da um Hilfe geschrien. So. Mit dich werde ich noch verkaufen. Oh! Oh, da ist die Polizei. Ich glaube, die kriegen eine Nachricht, wenn jemand da ein bisschen zu schnell fährt. Ach, guck mal, das könnte sogar hinkommen mit denen. So, jetzt, 1, 2, 3. Einzahlen. 24.000, cool. Was ist denn hier los? Was macht denn die Kollege? Da ist er! Mario! Geil. Scheiße, verfolgt er mich? Wenn er mich verfolgt, ne? Ich werde jetzt sowieso mein Auto reinpacken. Das ist, glaube ich, das sind, glaube ich, links ist hier. So, das ist ein ADAC-Heli. Trotzdem werde ich mein Auto einpacken. Das ist natürlich cool, aber ich laufe jetzt wieder zum Marktplatz. Und dann werde ich, glaube ich, Feierabend machen. Da ich jetzt gleich noch weg muss.
Ach, der Mario. Dem halte ich mich. Mario halte ich mich fern. Verbindung, nicht dass der Heli ja, hier gleich hochgeht. Ach so, deshalb. Guten Tag. Leider kommst du, glaube ich, jetzt schon ein bisschen zu spät. Da ich jetzt Feierabend mache. Ach, der verliert die Verbindung. Oh jo. Scheiße. Dann verschwinde ich mal lieber. Mache ich nämlich hier, glaube ich, gleich Feierabend. SGS-Kollin gebunden. Mal, wie viel Uhr ist es jetzt? Ja, kannst du noch eben stellen, die Frage. Stell mal eine Frage jetzt. Ja, kannst du ruhig machen, eben. Ich habe noch ein bisschen. Kleines bisschen mache ich noch. Mari. Wo bist du? Da ist er. Mario. Hey Mario. Herr Mario? Ja. Wollen Sie vielleicht Drogen kaufen? Super. Wollen Sie vielleicht Drogen kaufen? Ich gehe lieber zum Autohändler und lock mich da dann aus. Aber stell ruhig mal eine Frage. Über die Brücke. Sopp. Ich habe ich kann eigentlich meinen ganzen PC aufzählen. Ich habe einen Intel Core i7-4770. 32 GB RAM. Grafikkarte Nvidia GeForce 770 GTX. 1 Terabyte Festplattenspeicher und so weiter und so fort. Be quiet, was man alles so haben muss. Und soll in den TS kommen. Wie ist denn der TS hier? Muss ich jetzt irgendwie. Auf jeden Fall so und lol. Ach so, Dankeschön erstmal für ne, das. Dass dir der Stream gefällt. Lol habe ich mal gespielt. Ist aber nicht so meins, ehrlich gesagt. Und ja, ich glaube, das ist die Frage. So. Wie ist denn hier der TS? Kann mir das mal irgendjemand sagen, wo ich den vielleicht auch herausfinden kann? Ich glaube, dann kommt noch dazu, wie die Internetverbindung bei dir ist. Ich zum Beispiel habe eine schlechte Verbindung, kann nicht Full HD machen. Das ist hier kein Full HD, das ist HD, wenn noch nicht mal HD. Doch, das ist HD. Und ich habe eine 6000er Leitung nur. Also das liegt immer darauf an, wie schnell dein Internet auf jeden Fall ist. Wenn du, sag ich mal, nur eine 1000er Leitung hast, dann ist das natürlich, ja. Wieso? Dann ist das natürlich, wenn du nur eine 1000er Leitung hast, dann ist es schwer, dann geht es eigentlich gar nicht, dass du einen Stream machen kannst, weil die Internetverbindung vor dir muss natürlich auch stimmen. Ist schnell, aber ja, ja, warte mal.
glaube dir nochmal eben, dass der Mario auf dem Server ist. Ich weiß nicht. Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du, sag ich mal, eine 6000 hast oder sogar mehr als 6000, dann kannst du auf jeden Fall HD machen. Dann wird es auch lagfrei sein. Außer natürlich, du machst noch was anderes im Internet, wie zum Beispiel, wie ich manchmal Videos hochladen, dann kannst du zum Beispiel keinen Stream machen. Das ist dann, da ist dann das Internet weg. Ne? Du brauchst halt wirklich schnelles Internet, um das hier zu machen. Und ich bin gerade mal gespannt, was hier gerade passiert. Ich will auch noch gar nicht irgendwie raus, aber irgendwie muss ich gleich. Ich mache jetzt gerade nichts, es tut mir zwar leid, aber... Internet. Also am besten wäre schon eine ganz hohe Leitung. Das, ja, dass das jetzt nicht weiß, wie schnell das ist. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas anderes noch machst, sag ich mal, YouTube oder so. Wie das dann ist, weil hochladen zum Beispiel, wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, dauert es natürlich auch lange. Ich habe jetzt zum Beispiel bei Skyrim braucht das schon so einen ganzen Tag, bis mein Video hochgeladen ist. Liegt aber daran, weil das Video auch oftmals 12 GB hat und das dauert dann extrem lange, bis das mal fertig ist. Aber es geht auf jeden Fall. Dann nicht das Z. So. Aber ich würde sagen, vom PC her dürfte es eigentlich gehen. Vom PC her dürfte es eigentlich gehen. Aber es kommt dann wirklich auf die Internetverbindung an. Oder du probierst einfach mal aus. Ich habe nämlich auch einfach mal ausprobiert, ob das geht. Das ist natürlich auch die Sache. Ich habe es ausprobiert und es geht, ja. Das ist es. Es geht nicht auf Full HD, aber das ist mir eigentlich sowieso ganz schnuppe. Da, was wollte ich jetzt sagen? Da mir das ja auch Spaß machen soll und wenn es mir Spaß macht, das Stream und trotzdem zwar eine schlechtere Qualität ist als Full HD, sage ich mir trotzdem, oh, mir macht Spaß, ich will es machen. Und das ist natürlich ein bisschen auch der Vordergrund, den ich dann da habe. Bis vor, weiß nicht wie viele Monaten, konnte ich natürlich auch keinen Stream machen, da ich noch einen schlechten PC hatte. Ich musste mir den ja extra kaufen. Nicht jetzt extra für Stream, sondern extra für YouTube. Deshalb, also ich würde es einfach mal vielleicht sogar testen, ob du es schaffst, einen Stream zu machen. Das würde ich sogar machen. Weil probieren geht über studieren. Ne? Jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Jetzt laufe ich hier nur so blöd hin und her, aber ich muss sowieso gleich Feierabend machen. So. Deshalb, also. Internetverbindung. Du kannst auf jeden Fall nicht schlechter als 1000 wahrscheinlich haben. Das ist ja. Da musst du ja schon am Arsch der Welt leben. Und ich wohne ja schon am Arsch der Welt. Wo ist Mario? Ist der Mario noch auf dem Server? Nee. Der Mario ist schon eh runter. Gut, dann ist natürlich gut. Na gut, ich hoffe, ich habe dir deine Frage so ein bisschen beantwortet. Weil es natürlich immer schön, wenn jemand mal fragt. Und ich denke, vom PC her wirklich dürfte es eigentlich gehen. Das ist kein übelst schlechter PC, den du da hast, sondern... Aber auf Ultra... Ultra habe ich auf Ultra. Ich glaube, ich habe sogar noch nicht mal die Grafik auf Ultra stehen. Doch, ich habe alles auf Ultra stehen. Oh, außer das hier zum Beispiel. Aber ich habe alles auf Ultra. Ja, ich glaube, du könntest das auch auf Ultra spielen. Das wäre, glaube ich, kein Problem. Deshalb, mach einfach ausprobieren. Und dann ist das schon gut so. Und ich würde auf jeden Fall sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei diesem Stream erstmal wieder. Und bis vielleicht morgen sogar, weil dann werde ich natürlich auch wieder vielleicht einen Stream machen. Kommt drauf an, wie die Zeit ist, weil ich morgen auch ein bisschen aufnehmen muss noch für YouTube und hochladen und sowas halt. Deshalb, bis dann. Tschüss.